Halt sie doch mal vor dein Gesicht, dann sieht man auch die Kontraste. Da? So. Warte mal, ich krieg das hin. Jetzt, einfach davor halten. So. Es muss ja nur besser aussehen als das andere. Ja, das ist das. Das ist das typische. Es muss nur besser aussehen als das andere. Das ist das typische Fluchtverhalten vom Löwen. Weißt du, wie das ist? Du musst gar nicht vom Löwen wegrennen. Du musst nur schneller sein als dein Nachbar, der gerade wegrennt. Stimmt. Also Dennis, ich finde das ganz schön anspruchsvoll, dass du während der Live-Sendung dir eine Bon basteln willst. Oder ein Plättchenzünder. Das wäre mir vorher. Ein Plättchenzünder ist natürlich viel cooler. Ach, es gibt ja auch Leute, die das mit der Bonpflicht so dann auch gut fanden. Oh, ist der niedrig. Oh, der ist ja schon im Bodenniveau. Ich seh nix. Ich hör nix. Ich weiß nix. Aufpassen, dass ich das nicht so dünn, dass ich es nicht ganz kaputt biege, sondern nur da biege, wo es sein muss. Zander nachjustieren. Das, wenn man schon sehr kurzsichtig ist, und dann kommt so die allmählich einsetzende Weitsichtigkeit dazu. Das ist anstrengend. Oder Noten lesen bei schlechter Beleuchtung. Auch total toll. Als wärst du wann bitteschön beim Orchester? Ist denn jemals gute Beleuchtung? Deswegen sage ich es ja. Wenn du draußen bist und es ist hell, dann geht's. Wann macht ihr denn Musik, wenn es draußen hell ist? Im Sommer. Also, von 12 Monaten, 3 Monate, wo es nachts um 10 noch hell ist, wo du dann siehst, was du machst. Und dann hast du aber ein Instrument, das so einen Schatten wirft, dass der 3 Nachbarn hinter dir noch im Dunkeln stehen. Es reflektiert auch Sonnenlicht, also manche. Ich glaube, es eher saugt es auf. Es hat auch die richtige Farbe dafür. Dennis spielt ein kleines Blasinstrument, kann man eigentlich sagen. Ne? Ja, so. Ja. Ne? Also wer an dicke Backe-Musik denkt, der hat den Dennis vor Augen. Denke mal dran, Glück ist, wenn der Bass einsetzt. Vorteil ist, das Modell ist so klein, dass seht, was ich hier da verbreche, seht ihr dann eh nicht. Das Modell ist so klein, ich sehe sowieso nichts. Genau so ist das. So. Man muss mir hier nichts kleben. Ist ja auch schon mal ein Vorteil. Okay. Also, so weit sind wir schon mal. Da kann man was sehen, wenn ich so halte. Ich würde mal sagen, der Papa spielt im Keller Krieg, während er freut sich die Nägel macht. Ah ja, da war ich. Ich lagge noch etwas. Das war noch das, wo ich gelacht habe und gesagt hat, der Onkel Dennis. Ja. Der Wolfi 69 Dodger, das beruhigt mich, dass es dir auch so ging. Da ging mir auch, als ich die Anleitung zum OSSC-Upscaler versuchte zu entziffern. Ja. Das ist ja, wir haben ja auch immer auf unseren Aufklebern, haben wir ja die Schrift mit unserem
haben wir hier jetzt gerade keinen. Aber die Schrift ist auch für Herren in unserem Alter. Von der Größe her. Ein Biertisch. Vielleicht hilft die Fliegerbrille. Wir lesen mit einer Lesbastelbrille. Falls du da mal nicht abrutschst. Das Auge ist da nicht weit weg. Ja, ich müsste vielleicht mal, vielleicht muss ich mal also beim Augenarzt mal gucken. Darf ich dir was sagen, Dennis? Also wir kennen uns schon so lange. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Reflex nicht zugreift. Wenn du die Zange in den Augapfel rammst und der steht so raus, mit den beiden Griffen so, und du guckst mich dann an und sagst, aha, dass ich nicht mach. Das möchte ich gar nicht jetzt behaupten. Ja. Also, ich würde dir dann raten, tu es nicht. Vielleicht hilft auch die Brille. Ich bin der Fliegerbrille, kann ich es probieren. Und, also es gibt auf jeden Fall Notenlesebrillen. Also, es gibt ja die Lesebrille für hier, dann, ich brauche Noten, sind aber hier. Das heißt, ich brauche eine Lesebrille dann für die Entfernung. Und wenn ich auf der Straße rumlaufe mit Instrument, sehe ich von der Straße sowieso nichts. Ich bin dann eh blind, weil Instrument zu groß. Deswegen muss ich immer am Rand laufen. Und zwar auch noch so, dass Leute von mir hinter mir und links oder von mir sind und mich notfalls einfangen können, falls ich irgendwo geradeaus weiterläuft, wenn es eine Kurve gibt. Ich dachte ja, bei so Zügen gehen immer die Trommler außen. Damit die Massen zurücktreiben. Das auch, die sind vorne. Also und bei uns sind sie hinten, aber wir waren beim Umzug in Flörsheim gewesen, beim Fastnachtsumzug in Flörsheim. Und da gibt es Stellen, wo es wirklich extrem eng ist und die Leute überhaupt keine Rücksicht nehmen. Und also du hast ja auch mal Blasmusik gemacht. Ja. Wenn du da das Metallmundstück am Mund hast und jemand macht Buff, dann sind halt die Zähne weg. Ja. Also da ist musst so. Du schon ein bisschen also, aufpassen. Ja. Und dann habt ihr die Trommler nach vorne geschickt. Brille am Stock oder Monokel, auch cool. Ja, also wenn ich ja nicht schon die ganze Zeit Brille hätte, dann würde ich ja vielleicht für sowas auch ein Monokel haben. Also Monokel ist bestimmt cool. Ja. Ich habe ja noch so ein, ich trage ja gerne schwarzen Mantel und dazu, ich hatte ja mal Fußheberparese, wo ich den einen Fuß nicht mehr so heben konnte. Und da habe ich mir dann einen Gehstock geholt und zwar so einen schwarzen Stock mit so einem silbernen Knauf. Einfach, weil ich es kann. Ja. Weil irgendwie so eine Krücke, das fand ich doof. Und der sah cool aus. War halt nur für so ein 30-Euro-Teil. Das heißt, nachdem der Fuß wieder ging, war der Stock auch nicht mehr so ganz in Schuss. Aber musste ja nur so lang halten. So, also ich fand, also ich trage ja auch gern Hut. Wenn es kühl, cool ist. Also langer schwarzer Mantel, Hut und dann dieser Stock mit dem Silberknauf. Also man muss sich das nur vorstellen. Meine Kinder laufen über die Straße. Kommt ein Herr mittleren Alters mit langem schwarzen Mantel und dunklem Hut und spricht sie an. Ja, und sie sagen, hallo Onkel Dennis. Ja. Ich weiß nicht, wie der saß jetzt auf Muskatnuss, Herr Müller, kommt, aber ein Stock unter dem Arm und wir haben Colonel Klink. Wo waren das? Ein Käfig voller Helden. Oberst übrigens. Oberst Klink. Herrlich. Wobei ich Schulz viel cooler finde. War das der Bayer? Ja. Der ist cool. So, und jetzt müssen wir aus diesem Teil hier wird jetzt das Cockpit. Gold gemacht. Also das ist keine Rakete, sondern das ist das Cockpit. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Da steht hier nur Fold, Tail and in Part 3 only after installing Part 6, 7 and 8. Ach, und unten drunter steht es nochmal auf Deutsch. Heckende von Teil 6, erstmal Montage der Teile 6, 7 und 8 falten. Also falten wir jetzt erstmal Teil 3. Okay. Der Dennis gehört zu den Neubürgern, die kein Standard-TV-Programm mehr besitzen. Zumindest nur öffentlich-rechtliche. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich Fernsehen geguckt habe. Aber es gibt ja Mediatheken, also ZDF-Mediathek oder sowas gucke ich durchaus auch mal. Ich finde Hawkeye auch besser.
Wobei ich, wenn ich dabei bin, um diese Uhrzeit mal Zeit zu haben, Fernsehen zu gucken, sepp ich immer rum zwischen Stargate und Käfig vor den Helden oder Mesh 4077. Da muss ich seppen, weil drei Sendungen gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, das überfordert mich fast. Also nicht, dass ich Science Fiction mag. Aber jetzt kann ich die ganze Zeit. Helden? Ja. Wobei jetzt kam es die ganze Zeit Stargate Universe, da stand ich überhaupt nicht drauf. Stehe ja auch nicht. War dieses mit dem Schiff, das von automatisch fliegt? Ja, und dann irgendwie haben sie es dann irgendwann unter Kontrolle und dann kommen die bösen Aliens und aber wir werden trotzdem alle sterben. Also es hat so ein. Also ich hab's nicht gesehen. Stargate Atlantis habe ich komplett gesehen. Ja, das fand ich das, auch cool. Das ist richtig gut. Das Problem ist, wenn du mit Stargate Atlantis anfängst und dann Stargate SG-1 guckst, dann sind die ersten Folgen von Stargate SG-1 echt hart. Mhm. Ja, also ich habe mit Maren Stargate Atlantis geguckt und dann haben wir Stargate SG-1 und sie hat irgendwas gesagt, nee, gucke ich mir nicht mehr an. Ja, du hast verstehen. Du hast natürlich das Problem auch bei Stargate SG-1 ist natürlich der Schönlingmangel. Aber später in den Staffeln Richard haben sie dann. Anderson, also. Ja, nee. auf jeden Fall, später haben sie dann extra noch einen Schönling hinzugefügt. Wo läuft Mesh? Bei mir auf 15. Mhm. Ja, was ist das für ein Sender? Kannst du ja auf Anhieb nicht sagen. Auf dem gleichen, wo ein Käfig voller Helden, weil erst kommt Mesh und dann ein Käfig voller Helden. Six ist es nicht. Six bei mir die 2. D-Max ist die 33. Tele 5? Tele 5 ist Stargate. RTL 2, Vox? Nee, das ist 16, 17. Ich bin bei 15, Dennis. 15. Jetzt. Also ich bitte dich. Nitro. Ölfuß 31. RTL Nitro. Ja. Nee, ich glaube, es heißt nur noch Nitro. Was ist RTL Nitro? Ach, das Sven Schulz hat es auch gesagt. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. Ach, da hat der Wolfi. Ei, es tut mir leid. Kondoser. Ui, seit 5 Minuten sagen die Nitro, Nitro, Nitro. Nitro. Relikanter, muss ich zugeben, fand ich nicht so. Da war ja die Schauspielerin einfach nur niedlich, muss man sagen. Die hatte ja so ein, die Amerikanerin mit, ich würde sagen, asiatischen Großeltern. Aber wenn die letztens habe ich die haben sie interviewt, wie die heute aussieht, die hat es machen lassen. Furchtbar. Ganz furchtbar. Hast du The Expanse gesehen? Nein. Also ich habe mir die erste Folge auf DVD geholt, aber ich habe es noch nicht geguckt. Was ist denn The Expanse? Das ist eine relativ aktuelle Science-Fiction-Serie. Nö. Lief auf Streaming. Hm. Ich weiß gerade nicht, ich glaube Netflix, bin mir nicht sicher. Ich kenne nur The Expendables. Was? Broxler? Was? B. Gorsler sagt, alles mittlerweile auf dem eigenen Server, scheiß DVD wechseln. Ah ja, genau, das. Homes Heroes, so heißt es im Englischen, ja. Ich habe so viel auf Platte irgendwie mal gesichert, aber das. Es gab irgend so ein Programm, mit dem man quasi ein eigenes Streaming machen kann. Also sein lokales Streaming mit einer App auf dem Fernseher, aber ich noch nicht eingerichtet. So, also wir haben jetzt schon mal hier den vorderen Teil des Cockpits, habe ich jetzt zusammen. Wo? Da. Ach. Und da kommt der Propeller dran, glaube ich. Ja, und wie soll es aber? Gib mir nochmal die Schachtel da hinten, das Faltblatt. Wie soll es am Ende aussehen? So. Ich halte es nochmal in die Kamera für den begeisterten Zuschauer. So soll es am Ende aussehen. So, Teil 4. Entweder das Ding oder der Dennis. Das habe ich euch so abgelenkt, ich habe gar nicht gesehen, wer bei uns Erfahrungspunkte kriegt. Ein bisschen aufpassen. Also zumindest die hat schon eisernes Kreuz. Mhm. Naja, ich arbeite mich langsam hoch. Das ist ein Mediatum. Das meinte ich nicht, aber wenn ich kann auch. Habe ich jetzt das erste Mal, dann kann ich auch mal probieren.
Ja, Tump. Ja. So. So, wie kriegst du das? Oh! Hörst du es? Mhm. Sehr gut. Mhm. Desaster, das Ding gibt's auch in Farbe. Der sagte nämlich gerade, aber bitte, Dennis, in Silber und nicht rot vor Blut. Ja. wie kriege ich denn das jetzt? Er baut übrigens gerade 5 Einheiten. Allein, damit die Musik wieder wechselt. Ja. Muss ich die Nupsis hochbiegen erstmal, damit ich das dann da reinkriege. Das wird jetzt knifflig hier. Links abbrechen. Der Mark One, gib mir noch mal das Handbuch bitte. Der Mark One kann der kannte Luft, ne? Auf 1 oder auf 2? Ich glaube, der kannte nicht in die Luft. Jetzt wird's wieder fiddelig. Sprach bei dem Modell, was im Ganzen nur 2 cm groß ist. Er kann nicht gegen Luft. Ein einfaches Ziel. Leicht verdientes Geld. Fragt sich der geneigte Zuschauer, was macht er denn? Naja, ich würde gern da rechts das Flugzeug wegballern. Der Panzer selbst finde ich jetzt zwar ein schönes, leckeres Ziel, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich das ganz verzweifelt angreifen muss. Ich habe alle guten Schuss, ne? Die bewegen wir nicht. Den bewegen wir darüber, nur dass der, falls sie doch irgendwann mal blöd kommen. Da haben wir sowieso alles weggeputzt. Nicht mehr her. Er kommt nicht mehr her. Naja, ich habe links doch alles so schön angelatzt und hatte die Hoffnung, dass die dann auch beikommen, aber die haben sich jetzt auch eingegraben, oder? Nee, die ziehen alles nach rechts. Okay. Na gut, wenn irgendwann alles rechts ist, können wir auch links einnehmen. Echt? Du wärst so forsch. Mhm. Also ich käme ja auf so eine Idee nie. Gut, dass du mich hast. Der Background-Stratege. Ja. Denke mal dran, der Unterschied zwischen Strategie und Taktik. So, jetzt haben wir hier den Sitz und das Steuer. Man erkennt nichts, ja, aber es ist... Genau, aber davon viel. Das Mädel-Amt sagt, ich bin mir nicht sicher, ob Dennis ohne Brille wirklich genug sieht. Der Punkt ist, auf ohne Brille sehe ich auf die Entfernung scharf. Und dann ist es eben auch groß genug. Und mit Brille sehe ich halt auf die Entfernung scharf. Das ist jetzt so ein Stück weiter weg. Und bei so einem kleinen Modell macht das schon einen Unterschied, auch wie groß man das sieht. Ja, wie groß siehst du es jetzt? Was? So halt. Jetzt muss als nächstes der Propeller. Der Pro- oder der Kontrapeller? Der Propeller.
das so stabil ist, dass wir es mit auf einer Messe nehmen können, das Modell. Mhm. Würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du gleich mal kurz sichern? Sichern? Mhm. Sicher. Ja. Das glaube ich kann ich nicht. Ging das nochmal mit D, glaube ich. Wenn du mit der Runde fertig bist, dann okay. Können wir sichern. Gut. Wolltest du ja nur sagen. Ja. Wenn es nicht klappt, kann Dennis ja das Faltblatt in die Vitrine stellen. Genau, dann stelle ich halt das rein oder die Verpackung oder so. PK, genau, hatten wir vorhin schon mal gesagt, großartig. Patrick Stewart hat sich erstaunlich jung gehalten. Also der sah halt damals schon alt aus. Insofern, also er sah schon damals respektabel aus. Ich fand Logan einen großartigen Film aus dem X-Men-Universum mit ihm. Ja. Da kann Discovery einpacken. Also ich finde, Discovery hat was. Auch wenn ich bei der zweiten Staffel ein bisschen... Die zweite Staffel ging mir zu schnell. Man hätte die Handlung der zweiten Staffel einfach in doppelt so viele Folgen packen sollen. Dann wäre es, glaube ich, etwas nicht so anstrengend gewesen. Ich glaube, ich hätte erst den Propeller befestigen müssen, bevor ich das Ding zumache. Und ich hätte auch erst das... Ich bin ja auch dämlich. Ich hätte mich viel einfacher getan, wenn ich das... Ja. Ihr sagt aber auch nichts. Ich würde nie irgendwas sagen. Sehe ich aus, als könnte ich was sagen. Das kann man ja hier auch nochmal aufmachen. So. Jetzt habe ich es oben schon festgemacht. Muss ich jetzt so und so und... Nee. Achso, ist ja nicht. Joystick. Willst du bauen oder nicht? Nein. Ich wollte auf ein Schienengeschütz sparen. Mhm. Dann noch nach da an der Schienen, okay. Mhm. Erstmal eine Gota reparieren. Eine Geräusche neben mir. Herz gehaft. Mist. Kommt jetzt auch wieder links. Wert. So. Sollte es so fest sein, dass der Propeller zumindest nicht mehr abfällt. Denn? Ja, ich definiere das als fest genug. So. Patrick Stewart als Mensch ist einer der Großen in Hollywood. Ja. Auch sehr Patrick Stewart hat Aussagen. Ne? Hm? Also der kommt auch nicht in Skandalen vor. Das ist irgendwie. Der ist ja. Also. Genau, der ist moralisch integer, so was man mitbekommt. Der ist ja auch in so einem Verein, der Pitbulls rettet.
also so verwahrloste Hunde aufnimmt. Und einer dieser Hunde spielt ja auch bei Star Trek Picard mit. Und ist dort sein Hund, den er hat auf dem Weingut in Frankreich. Mhm. Heißt übrigens Number One. Nummer 1. So, nein, du wolltest speichern. Ja, ich wollte, dass du D drückst. Also D. Und wir speichern an Position 2. Und jetzt muss man stark sein, weil man denkt, er ist abgestürzt. Ist er aber nicht. Xander Taklis kommentiert kurz deinen Modellbau mit einem sehr weisen Spruch. Darf ich ihn zitieren? Zitiere mal. Immer gut, wenn der Propeller nicht vom Flugzeug fliegt. Genau. So ist das. So, Hagen, was bauen wir denn jetzt? Schienengeschütz? Bist du auch da, wo man Schienen hat? Ja, okay. Wollte nur sicher gehen.